Die AfD hat bei den Landrats- und OberbürgermeisterInnenwahlen in Thüringen keinen Sieg im ersten Anlauf geschafft. Die Partei von Landeschef Björn Höcke rückt der CDU aber in einer Reihe von Kommunalparlamenten auf die Pelle. In einigen Kreistagen gibt es bei den Stimmanteilen sogar absehbar eine Pattsituation. Für Aufregung sorgte das Abschneiden eines Neonazis bei der Landratswahl im Kreis Hildburghausen. Tommy Frenk schaffte es mit 24,9% in die Stichwahl. 9 von insgesamt 13 angetretenen AfD-Kandidatinnen kamen in die Stichwahl oder standen nach letzten Auszählungsständen kurz davor, vor allem gegen CDU-Kandidatinnen. Allerdings lag die AfD nur im Landkreis Altenburger Land in Ostthüringen vorn. Teils landeten ihre Bewerber und Bewerberinnen auch weit hinter denen anderer Parteien. Bei den Wahlen der Kreistage und Stadträte der kreisfreien Städte in Thüringen lagen CDU und AfD nach einem Zwischenstand fast gleich auf. Nach Auszählung von über 2/3 der Stimmbezirke kam die CDU in der Nacht zum Montag auf 27,5%. Die AfD lag bei 27%. Während sich die AfD im Vergleich zu 2019 so um fast 10 Punkte verbesserte, hielt die CDU bei diesem Auszählungsstand ihren Stimmenanteil weitgehend stabil. Verluste erlitten Linke, SPD und Grüne, die in Thüringen die Landesregierung stellen. Rund 1,74 Millionen Menschen waren in Thüringen am Sonntag zu Kommunalwahlen im Großformat aufgerufen. 13 von 17 Landrätinnen waren zu wählen, sowie 5 OberbürgermeisterInnen der kreisfreien Städte. Außerdem wurden flächendeckend Kreistage, Gemeinde- und Stadträte sowie ehrenamtliche und hauptamtliche BürgermeisterInnen gewählt. Nach Einschätzung des Bochumer Politikwissenschaftlers Oliver Lemke entwickelt sich die AfD zu einer kommunalen Kraft. Sie erobert keine Rathäuser, aber sie zwingt die CDU in die Stichwahl, sagte Lemke, der an der Friedrich-Schiller-Universität Jena promoviert und etliche Jahre in Thüringen gelebt hat. Es reiche zwar nicht für die Führung auf kommunaler Ebene, der AfD sei es aber stärker gelungen, ihr Potenzial, das sie auf Landesebene in Umfragen hat, auch in den Kommunen auszuschöpfen. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet. Lemke rechnet damit, dass sich die CDU bei den Stichwahlen am 9. Juni weitgehend durchsetzt, weil es zu Allparteienallianzen gegen die AfD kommen werde. Die AfD hat es in der Weise vermasselt, weil sie das schlechtmöglichste Bild in den vergangenen Wochen abgegeben hat, sagt er mit Blick auf die zahlreichen Skandale in der Partei. Die AfD rutschte zuletzt auf Bundesebene in eine Krise. Grund sind Äußerungen des Europawahlspitzenkandidaten Maximilian Krah zur SS und eine Spionageaffäre um einen seiner Mitarbeiter. Gegen die Nummer 2 auf der AfD-Europawahlliste Peter Büstron laufen Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Geldwäsche. Landeschef Höcke war zuletzt am Landgericht Halle zu einer Geldstrafe von 13.000 Euro verurteilt worden, weil er in einer Rede eine verbotene Parole der SA, der NSDAP, verwendet hatte. Die Anwälte Höckes legten Berufung gegen die Entscheidung des Gerichts ein. Lemke sagte, es habe Folgen, dass die AfD in den Kreistagen, Stadträten und Gemeinderäten mehr Sitze bekommen wird. Es wird noch schwerer, sie auszugrenzen. In manchen Fällen wird es gar nicht mehr funktionieren können, prognostizierte er. Sie wird immer mehr erpressen können, dass ihre Vorlagen, ihre Gedanken mehr berücksichtigt werden, dass man mit ihnen spricht und sich mit ihnen abstimmt, so Lemke.